Milunka Savage war eine der wenigen Frauen, die während des Ersten Weltkrieges gekämpft haben. Die gesamten 4 Kriegsjahre kämpfte sie für Serbien. Heute gilt sie als eine der höchst ausgezeichneten Frauen der Militärgeschichte. Mein Name ist Christoph Krachten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wer war? Milunka Savage. Milunka Savage wurde wahrscheinlich am 24. Juni 1888 in dem serbischen Dorf Koprivnica geboren. Über ihren familiären Hintergrund und ihre Kindheit ist nichts bekannt. Bloß, dass sie einen Bruder hatte, steht fest. Denn so wie es die Geschichten über die junge Serbin erzählen, hat sie sich 1913 an seiner Stelle beim Militär gemeldet. Ob sie sich für ihn meldete, weil er nicht kämpfen wollte, oder an seiner Stadt, weil sie unbedingt kämpfen wollte, das ist nicht gesichert. De facto konnten Frauen zu dieser Zeit lediglich als medizinisches Personal beim Militär arbeiten. Doch Milunka Savage zog in die Schlacht. Sie trat 1913 unter dem Namen Milun Savage der Armee bei. Schon bald kämpfte sie im Zweiten Balkankrieg. Erst nachdem die 22-Jährige verwundet wurde, fand man heraus, dass der Soldat in Wirklichkeit eine Soldatin war. Vorher aber kämpfte sie im 2. Infanterieregiment, dem sogenannten Eisenregiment. Sie nahm an der Schlacht von Bregalnica teil und wurde sogar zum Korporal befördert. Nachdem ihre Wunden verheilt waren, überlegten ihre Vorgesetzten, was man mit ihr anstellen solle. Bestrafen wollte man sie nicht, denn schließlich hatte sie sich für Serbien verdient gemacht. Doch eine Frau in der Armee? Milunka wurde vorgeladen und sollte sich erklären. Mehr als die Wahrheit gab es da nicht zu berichten. Verkleidet als ihr Bruder war sie für Serbien in den Krieg gezogen. Sie betonte ausdrücklich, sie wolle auch weiterhin für ihr Land kämpfen. Nach etwas Bedenkzeit erklärten sich ihre Vorgesetzten schließlich einverstanden. Milunka Savage dürfte bleiben. Im Ersten Weltkrieg kam sie schon bald wieder zum Einsatz. Zunächst kämpfte sie von November bis Dezember 1914 in der Schlacht an der Kolubara mit. Sie war eine der wichtigsten Schlachten zwischen Serbien und Österreich-Ungarn. Zahlenmäßig unterlegen siegte Serbien zur allgemeinen Verblüffung der Großmächte am 15. Dezember. Milunka Savage wurde für ihren Einsatz einer der ersten Karl-George-Sterne mit Schwertern zweiter Klasse verliehen. Diese Auszeichnung war die höchste, die man zu Land erwerben konnte. Über ihren Kampfeswillen und ihre Einsatzbereitschaft ranken sich zahlreiche Mythen. Ob diese so wahr sind, darf angezweifelt werden. Aber sie machen Milunka Savage zur Heldin. Und irgendwas muss wahr sein an der ihr angedichteten Tapferkeit. Denn die zahlreichen Auszeichnungen, die noch folgen sollten, lassen diesbezüglich keinen Zweifel zu. So wird ihr beispielsweise nachgesagt, im Alleingang mit Handgranaten werfend durch das Niemandsland zwischen den Fronten hergelaufen zu sein. Schließlich sei sie in einen österreichischen Bunker gesprungen. Mit ausgestrecktem Bajonett habe sie dann 20 gegnerische Soldaten zur Kapitulation gezwungen und sie als Kriegsgefangene mitgenommen. Im Oktober und November 1916 kämpfte Milunka Savage an der zweimonatigen Schlacht am Zernabogen mit. Angeblich hat sie auch hier im Alleingang für über 20 bulgarische Kriegsgefangene gesorgt. Nach der Schlacht zog sie mit der serbischen Armee über die albanischen Alpen. Nachdem sich in dieser Zeit die Lage für Serbien immer weiter verschlechterte, wurde ein Teil der serbischen Armee in das französische Heer integriert. Auch Milunka Savage trat der serbischen Brigade in der französischen Armee bei. Nach einer Erholung von einer Verletzung in Tunesien kam Savage an die Saloniki-Front, wo sie bis 1918 bleiben sollte. Sie wurde hier zum Unteroffizier befördert. Eine Anekdote dieser Zeit beschreibt einen Wettbewerb zwischen Milunka und einem französischen Offizier, der an ihrer Treffsicherheit zweifelte. Er stellte eine Cognacflasche in sicherer Entfernung auf einen Pfahl. Milunka traf sie beim ersten Wurf. Im Laufe der Nacht sollten noch mehrere Flaschen dran glauben. Der Franzose konnte es nicht wahrhaben. Milunka Savage hat während des Krieges zahlreiche Auszeichnungen erhalten. Neben dem schon erwähnten Karadjordje-Stern erhielt sie den Orden der Ehrenlegion, den russischen Orden des Heiligen Georg sowie den Heiligen Orden von Michael und Georg, die Miloš-Obilić-Medaille und das Croix de Guerre. Milunka Savage wurde während des Krieges insgesamt 9-mal verwundet. Sowohl Schussverletzungen als auch Verletzungen durch Granatsplitter waren dabei. Die anscheinend nimmermüde Milunka erholte sich jedes Mal und kämpfte bis zum Ende des Krieges weiter. Auch nach dem Krieg wurde Milunka Savage weiterhin ausgezeichnet. Und ihr wurde angeboten, nach Frankreich zu ziehen. Sie hätte dort eine Berechtigung zur Soldatenrente gehabt. Sie lehnte das Angebot jedoch ab und zog 1923 nach Belgrad. Der Bezirk, in dem sie lebte, trägt heute ihren Namen.
Milunka heiratete und bekam eine Tochter. Zunächst als Postangestellte tätig, verarmte sie zusehends nach der Scheidung ihres Mannes. Erst in hohem Alter wurde ihr eine kleine Wohnung vom Staat angeboten. Sie starb schließlich am 5. Oktober 1973 an einem Schlaganfall. Milunka Savic's Geschichte ist einzigartig. Nach der Enthüllung ihres Geheimnisses wurde sie in der serbischen Armee geduldet. Sie kämpfte während des gesamten Krieges, wurde häufig verwundet. Und doch stand sie immer wieder auf. Ganze Regimenter standen stramm vor ihr. Behangen mit sämtlichen Auszeichnungen wurde sie jedoch schnell vergessen. Kein Historiker hat sich bis jetzt mit ihrer Biografie beschäftigt. Serbien wollte keine Helden. Erst in den letzten Jahren wurde ihrer wieder gedacht. Ein Denkmal wurde aufgestellt, mehrere Straßen nach ihr benannt und sogar eine Ausstellung über sie konzipiert. Es wurde ein Film gedreht und ein Theaterstück über sie geschrieben. 2013 wurden ihre sterblichen Überreste zu anderen bedeutenden Toten verlegt, auf die Allee der Großen auf dem Neuen Friedhof in Belgrad. Milunka Savic ist jetzt eine serbische Kriegsheldin. Sie war die meist ausgezeichnete Frau im Ersten Weltkrieg. Und dieses Schicksal für sich erkämpft zu haben, macht sie zu einer besonderen Frau des 20. Jahrhunderts. Aber sie war natürlich nicht die einzige Frau, die Großes im Ersten Weltkrieg geleistet hat. Die Rolle der Frauen wird oft marginalisiert oder gar nicht erst erwähnt. Aber in den Munitionsfabriken, in den Lazaretten, der Dienst von Frauen im Ersten Weltkrieg ist sehr wichtig. Dafür haben wir sogar ein eigenes Special gedreht, das ihr euch hier ansehen könnt. Was denkt ihr über Milunka Savic? War sie eine Ausnahmeerscheinung oder nicht? Schreibt es uns in den Kommentaren. Für mehr Hintergründe zum Ersten Weltkrieg könnt ihr uns bei Facebook oder Instagram folgen. Und wir freuen uns natürlich auch über einen Daumen nach oben und ein Abo. Bis dann. Bleibt dran.